Schön, dass ihr wieder vorbeischaut in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute machen wir weiter mit unserem Salatbuffet für den Grillabend. Und heute mache ich einen Bohnensalat aus roten und weißen Bohnen mit Schafskäse, denn nach so viel Fleisch hat man vielleicht auch andere Gelüste. Und hierzu habe ich mir schon eingekauft und hergerichtet bunten Paprika, rote und weiße Bohnen und natürlich Schafskäse. Außerdem brauchen wir Zitronensaft, schwarze Oliven, rote Zwiebeln, die sind milder im Geschmack und dann noch Olivenöl, Salz, Oregano und Pfeffer. Zuerst habe ich meine Bohnen abgespült und abtropfen lassen und dann kommen die in eine Schüssel. Nachdem ich meine Zwiebel geschält, halbiert und in dünne Scheiben geschnitten habe, gebe ich sie zu den Bohnen. Den Paprika ebenso putzen und dann in dünne Streifen schneiden. Die Oliven einfach in dünne Scheiben schneiden und den Schafskäse klein würfeln. Danach mische ich mir mein Dressing zusammen aus Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Oregano und Olivenöl. Das Dressing vermenge ich gut, gebe es dann über meinen Salat, mische den durch und dann lasse ich diesen durchziehen. So, jetzt können wir den Grill langsam anheizen. Das war mein Bohnensalat mit Schafskäse und nächste Woche zeige ich euch meinen Nudelsalat. Bis dann, ciao, ciao!